Einfach zerpixelt.de in dein Ding. In deinem Launcher. Nein, nicht im Launcher. In deinem Minecraft bei Mehrspieler eingeben. So rum. Wichtig ist einfach nur, dass du Java hast. So. Ja, das ist ein interessanter Name. So, bla bla, mal schauen, was wird's denn? Ein Alabüs. Mal schauen, ob du Glück hast. Nein, Leder kann man brauchen. Ist kein weg. So, und den Rest, bis auf das, können wir alles einordnen. Nice. Nice. Ich mag das, wie der nice sagt. Ich weiß nicht warum, aber das ist cool. Stimmt, das funktioniert immer noch nicht. Welche Nummer hat denn Grassblock? Müssen wir mal ganz kurz hier schauen. Kurz hier im Wiki nachschauen. Ganz kurz hier größer machen. Infos, Wiki. Dann Pipe-System. Wo haben wir es denn? Pipe-System. Dann Minecraft-Item-IDs. Grasblock hatte ID Nummer 2. Dann packen wir den einfach da hinten da dazu. Dann können wir das auch gleich mit einsortieren. Mal ganz kurz hier wieder klein, wieder so, wie es war. Warum habe ich jetzt hier so penetrante Werbung? Ne, ich wollte was anderes öffnen hier. So, da wollte ich hin. So, wenn irgendwas mit der Qualität vom Stream nicht passen sollte, passt es. Sagt damit bitte Bescheid, meine Güte. Nee, nee, bla bla, alles gut. 02 war Erde. So, dann einfach nur Komma und die 2. Und fertig. Pipe angepasst. Und jetzt schauen wir mal, ob es geklappt hat. Ah, das ist Glückssache, da kann ich nichts beheben. So ging es der guten Kamikatze auch mal. Die hat den ganzen Tag immer wieder, die ganze Zeit und den ganzen Stream immer wieder Poke-Catch, Poke-Catch, Poke-Catch. Es sind alle abgehauen. Aber da kann ich nichts beeinflussen. Das war einfach Pech. So, oh, ja, jetzt funktioniert die Farm. Also halt zwischendrin immer händisch hingehen und sagen, okay, wir machen hier die Poppies dann mal leer, wenn ich hier mal voll sein sollte. Da muss ich mir mal nach einer Redstone-Schaltung überlegen, aber eine, die möglichst nicht so laut ist, weil das ist meistens so ein Problem davon, dass die gerne mal laut sind. Außer ich mache einfach die Poppies woanders hin, in eine andere Kiste, und dann passt es eigentlich auch. Einfach Pipe Poppy. Das wäre ein nicer Name für so ein Pokéball. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir brauchen das da. Ja, Rick ist wach. Der Rick ist verwacht. Rick ist unter den Lebenden. So, dann haben wir hier einfach Poppy draus. Und dann lagern wir sie einfach hier ein. Und irgendwann mal können wir sie dann
Also eckige Klammer, Beeper, eckige Klammer und Hobby. Fertig. Warten schon seit 6 Uhr auf dich, Jesus Gott. So, dann. So, dann. Und die mal hier raus, dann gucken wir mal ganz kurz. Dann werden die einfach da reingepackt und die mache ich dann einfach regelmäßig leer. Oh, leer. Ich sollte was essen, ha? Vor wir hier noch verhungern. Rick braucht Rickroll. Ach, Mr. Bean. So, dann. Aha, Pferdehintern hier im Gesicht. So, jetzt haben wir hier nochmal einen Stein. Und tun das gleich kurz ersetzen hier. Eigentlich will ich nur einen Stein. So, ein Stein mit zwei Steinen. So, dann mal hier. Jetzt ist er weg. Gut. Den brauchen wir hier nämlich nicht mehr. Nope, das war jetzt nicht so geil. Das war ein bisschen Glas zu viel abgebaut. Holen wir nochmal ein Glas. Ja, wir haben noch. Komm. Why not? Lieber eins zu viel wie eins zu wenig mitgenommen. So, jetzt ist wieder angeknüpft. Jetzt haben wir hier unsere zentralen Zugang hier. Gut. Dann ist das hässliche Ding hier weg. Dann muss ich hier nur noch einen Dirtblock hinmachen. Dann sieht es nämlich so aus, als würde es auf Erde schweben. Hat keiner von euch gesehen, wie es drunter aussieht. Habt ihr gehört? Grobe Erde haben wir hier noch. So. Hey, du magst es mir Lust drin. Ja, das habe ich gemerkt, dass du das gerne machst. Gut, dann haben wir hier Eisenfarm angebunden. Gut, hier arbeitet gerade keiner. So, ich muss mir nur noch überlegen. Wie ich die Insel demnächst dann erfolgreich umbaue, weil da habe ich ja noch ein Mammutprojekt vor mir. Weil der eigentliche Plan ist, die Insel nochmal komplett abzureißen. Und den One Block in einer riesigen, schwebenden Insel genau im Zentrum zu haben. Und die Insel ist komplett ausgehöhlt. Und außen an der Insel, beziehungsweise in der Insel geht so ein Tower runter. Ein runder Tower, wo Kisten drin sind. Über dem One Block. Und wenn du auf dem One Block bist und dann zum Beispiel rausschaust, will ich an den außen an der Insel so pulsierende Lichter haben. So nach dem Motto, man befindet sich im Herz der Insel. So pulsierende Lichter, die unten anfangen und dann nach oben laufen. Wisst ihr, wie ich meine? Mit so einer Redstone-Schaltung und viel rotem Glas. Dementsprechend bin ich froh, wenn wir dann hier nachher dann demnächst dann hier in die Sandphase kommen. Und ich viel Sand bekomme für viel Glas. Und da braucht man dann noch Behutsamkeit. Weil ich werde wahrscheinlich das ein oder andere Glas wieder abbauen müssen. Da brauchen wir nämlich nochmal eine Pücke, die wir richten mit Behutsamkeit und so weiter. Da müssen wir gucken, dass ich mir demnächst auch mal
einen Screenshot mache von den Items, die unten in der Kiste sind. Dass ich mir vielleicht irgendwann mal offscreen die ganzen Item-IDs raussuche von den Items, wo da unten drin liegen. Half Human. Gute Frage. Warum wurde Half Human gebannt? Keine Ahnung, wird nicht mit mir abgesprochen. Ich erfahre das nicht. Aber in der Regel wird man nicht grundlos gebannt. Was ist denn passiert? Hey, bla bla. Jetzt mal halblang. Also ich weiß nicht, es ist bestimmt ein Grund genannt worden, warum du gebannt worden bist, oder nicht? Ganz kurz, das kriegen wir alles geklärt. Im Zweifel. Bist du wegen. Ganz kurz mal. Dumm, dumm, dumm. So. Halt mal, halt mal, halt mal. Jetzt habe ich hier das so gemacht, dann sehe ich nicht mehr meinen Chat. So. Na, ja, wie Schiffe. Ja, da. Der Zettler. In 30 Tagen kannst du deinen Nicknamen ändern. Bei uns spielen Minderjährige. Da ist so ein Name nicht gerade fördert. Ah, okay. Vielen lieben Dank für deine schnelle Antwort hier, Marv. Vielen, vielen lieben Dank. Dann kannst du meine Discord-Nachricht somit als erledigt sehen. Ja, du sagtest doch seinen Namen. Ja. Ich war mir nicht sicher, deswegen, wie gesagt, ich sage nur etwas, wenn ich mir auch sicher bin, warum. So, jetzt gehen wir mal runter. Jetzt machen wir uns nochmal unten eine neue Kiste hin. Weil wir brauchen gleich. Ja, eigentlich, ja, bla bla. Also, lehn dich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster raus. Geil? Sonst fragen wir mal nach, wie alt du denn bist. So. Jetzt hören wir mal bitte auf mit solchen Drohungen, okay? Sonst sind wir hier ganz, ganz schnell aus dem Chat gebannt. Hier wird sich vertragen. Ja, deswegen. So. Also jetzt noch, wenn es weitergeht, fliegt der eine oder andere hier aus dem Chat. Weil das kann ich gar nicht haben. Ich will es hier drin harmonisch haben, dass man nochmal miteinander redet. Und Mr. Bean, da muss ich dich auch nochmal drauf aufmerksam machen. Nicht jeder versteht den Humor von jemand anderem. Also bitte ein bisschen vorsichtiger sein mit manchen Aussagen. Ja, hast du recht, Supi. Wie sagt man so schön? Wer sich nicht benehmen will, der wird gegangen. Nice. Gut.
Und wie wir gesagt, wie wir alle sehen, ist dieser Stream eigentlich FSK 18. Dementsprechend möchte ich dahingehend auch keine Äußerungen mehr haben von anderen, die es nicht sind. Die keine 18 sind. So. Nice. Also, rein damit, rein damit. Entschuldigung, Leute, ich hoffe, ihr habt eure Ohren noch. Jo. So, dann machen wir hier die nächste Kiste. Machen wir hier demnächst mal einen Screenshot. Damit wir hier die ganzen Sachen einsortieren können. Dass dann zukünftig ich wirklich einfach nur hinstehen muss, oben bum 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 wegbauen und der Rest geht weg. Aber ja, was ich nochmal fragen wollte, Marv oder so. Ich kenne mich ja mit dem Pipe-System noch nicht so gut aus. Gibt es eine Möglichkeit, so eine Art Überschusstruhe zu haben? Also sprich, dass ich diese Truhe hier auch ans Pipe-System anklemme. Aber alles, was im Pipe-System ist, wird raussortiert und alles, was nicht im Pipe-System ist, kommt in eine Überschusskiste. Gibt es da die Möglichkeit? So, Rick, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen untergegangen. Ich hoffe, dir geht's gut und deiner Frau, Freundin. Ja. So, ich habe jetzt endlich auch die passende Rüstung zu meinem Outfit hier. Und jetzt ist es. Es ist alles Amethyst lila. So. Ah, Radfratz wurde gefangen. Nicht gefangen. Schade. Beim nächsten Mal habt ihr bestimmt mehr Glück. So. Ja, weil das habe ich bisher noch nicht rausgefunden, wie ich das mache. Weil dann kann ich mir da unten die Sortiererei ein bisschen sparen. Das hätte ich eigentlich von Anfang an haben sollen. Vom ersten Block an. Oder vom ersten Biom an. Die Truhe muss nur den längsten Pipeweg haben, also mehr Glas als alle anderen Truhen. Okay, es ist so, dass erstmal alle anderen Truhen durchgefespert werden und der dann zum Schluss da reindammt. Also sprich. Den längsten Weg glastechnisch haben wir, wenn wir hier hinten lang gehen, hier nochmal rausgehen und uns dann hier wieder rein nähern, oder? Dann haben wir hier auf jeden Fall den längsten Weg, was Glas angeht. Verkauft mir zufällig jemand Glas, weil ich habe nicht mehr viel. Und Sand habe ich gerade auch nicht so viel. So. Seelensand geht auch. Warte mal, machen wir das schnell so. Haben wir hier gar keine, warum ist hier Erde drin? Ach so, weil ich hier oben drüber abgebaut habe. So, du lösch.
So, muss ich hier nochmal was rein. Ja, gut durchgebratet. Durchgebratet, ja, durchgebrutzelt. Seelensand in den Ofen schmeißen, dann bekommt man normalen Sand. Ah. Hier habe ich noch keinen Seelensand. Oder? Nee, das habe ich noch alles im Nether gelagert. Wusste ich gar nicht, dass man Seelensand in den Ofen schmeißen kann. Na gut, man lernt nie aus hier drin. Vielen, vielen lieben Dank. Aha. Was wird das? Hier wird nicht rumgelungert. Das kann ich bis heute nicht verstehen. Und bei Seelenerde, was ist passiert damit? Die wird dann zu normaler Erde. Nee, da geht's nicht. Nice. Schön wär's, ja. Ja, ich habe mir gedacht, wenn es mit Sand geht, dann könnte es auch sein, dass es damit geht. Man weiß ja nie so genau. So, irgendwie mag ich das Lied, was da gerade im Hintergrund pfeifelt. So, schauen wir mal hier rein. Dann ein bisschen Seelensand, Seelenerde. Das ist schon cool. Das wusste ich echt nicht. Okay, ist aber nicht so schlau, wenn ich das jetzt hier reinschmeiße, merke ich gerade so. Weil ich bin nicht mehr lange hier unten. Dann back. So schnell wieder hier rauslatschen, bevor wir. Wow, wir da im Nether sind. So. Dann können wir hier Seelensand reinpacken. Können wir hier Seelensand. Na gut. Was machen wir denn hier? So, mal hier ein bisschen Glas. So. Nice. Dann haben wir ein bisschen Glas gemacht. Sand machen wir auch gleich. Der kommt auch gleich hier drüben an. Wenn er dann nachher kommt. Stimmt. 64 und 8. Dann gehen wir mal hin und bauen nochmal geschwind hier hinten. Ja, genau, wenn ich den hier dranhänge, kann das nur so funktionieren, genau. So, immer schön einen Luft dazwischen lassen. So. Und dann gehen wir bis hier rüber wieder. Dann haben wir auf jeden Fall die längste Strecke. Und dann haben wir hinterher eine Überschusskiste. Das ist geil. Nochmal Dankeschön. Rick, für die Info. Das ist echt mega. Also manche Sachen habe ich mich noch nicht so richtig reingelesen. Aber da soll ich gleich hier rüber gehen. Nee, das sieht aber kacke aus. Scheiß drauf. Wir machen das jetzt einfach.
Haben die hier jetzt ein Connect? Weiß das jemand? Die connecten dadurch aber nicht, oder? Ah, okay. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Ah, haben wir wieder ein paar. Haben wir wieder ein paar Viecher hier aus dem Nether gespawnt. Ah, nein. Noch nicht. Das Glas wird nicht bis rüber reichen. So, jetzt schauen wir mal, was hier noch da ist. Wieder. Es könnte vielleicht doch reichen. Flusi. Ich glaube, wir kriegen es doch auf die Kette. Muss ich jetzt nicht extra deswegen einloggen. Jetzt kommt gerade straight immer wieder Glas an. Muss jetzt nicht mega schnell gehen. Dann fangen wir hier an und machen ein Überschusssystem rein. So. Dann kommt hier nochmal ein bisschen Glas dran. Und dann haben wir es geschafft. Guck, hat genau gereicht. Aber vielen, vielen lieben Dank, Bonnie. Dankeschön, dass du mich da unterstützen wolltest. So, das obere Glas ist schon eins zu viel. So, dann machen wir da einen Kolben dran. Und wenn kein Schild dran ist, landet da alles drin, gell? So war das ja. So, einmal Erde. So, dann einen Kolben in diese Richtung. So, dann brauchen wir Truhe. Ja, 46 Truhen reichen. Dann kommt Truhe, 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 Truhe. Und dann, bis die alle voll sind, dauert es, glaube ich, ein bisschen. Hallihallo. So, jetzt mal gucken. Eisen haben wir jetzt ein bisschen was da. Es ist kein professionelles Lager hier, Rick, aber ich gebe mein Bestes, hier mal was aufzubauen. Das ist so meine ersten wirklichen Gehversuche mit dem Pipe-System. Bin da selber noch nicht so geübt. Was ist denn? Muss der weg? Schreib's mir mal auf, was ich falsch gemacht habe. Hallo, nur der HSV. Schön, dass du wieder da bist. Was für ein Schild muss dran? Ein Pipe-Schild muss dran. Ja, genau. Aber ich mache jetzt erstmal so. So, so, dann ein Schild mit Pipe. Das habe ich nicht mitgenommen. Ah. Ja, genau, das weiß ich. So. Na, nur der HSV. Wie geht's dir? Gut geschlafen?
So, Piepe und fertig. So. Und dann müssen wir hier noch einen klebrigen Kolben machen und das dann hier dran klöpseln. So. Aber was, da haben wir genug dabei? Ja, ich denke mal, das dürfte erstmal reichen. Dann machen wir hier schnell nochmal den Boden hin. So, dann brauchen wir Redstone Stuff. Wir brauchen 2 Fackeln, 3. Mal kurz gucken. Redstone brauchen wir auf jeden Fall mehr wie das. So. Dann brauchen wir Cleanstone. Dann brauchen wir Netherquarz. Wo haben wir den denn? Da. Einmal Netherquarz. Dann brauchen wir Stickies. So. Habe ich jetzt tatsächlich dein Handy-Akku leer gemacht? Huiuiui. Schade. Ich hoffe, du hast ein Ladegerät dabei. So, jetzt haben wir wahrscheinlich erstmal genügend. So, dann machen wir die Werkbank öffnen. Wo machen wir das hier? Da brauchen wir das, das, das und das. Ein Komparator. Aha, was willst du hier? Da brauchen wir noch einen Verstärker. Wie ging der nochmal? War doch einfach nur so. Redstone? Ne. Den Komparator kann ich mir merken. Aber den Verstärker nicht. Ah. Gut. Davon brauchen wir 2. Und dann brauchen wir einen Kolben und wir brauchen noch, wo haben wir denn den? Den wollen wir noch zum klebrigen Kolben machen. Kolben, ja. So. Wir brauchen noch mal eine Truhe. Und wir haben noch einen Trichter übrig. Truhen, wo habe ich die Truhen hingepackt? Ja, Halli, hallo, Lilut. Wünsche ich dir auch noch ein frohes Neues. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht. So. Dann kommen wir mal. So. Dann machen wir hier die Truhe hin. Die Truhe, die befüllen wir dann von hinten. So. So, dann kommt hier der klebrige Kolben hin. Der wird hier dran gebaut. So. Bupp. Nein, falsch. Ja, nur der HSV. Vielen, vielen lieben Dank für deine Rose. Vielen, vielen lieben Dank. Hä? Sollst du da dran gehen? Jetzt echt veräppeln, oder? Oh, das, ah, die landen da schon drin. Dann so. So. Meine Güte, wenn man zu doof ist hier. Gut, dann machen wir gleich Glas dran. Dann. Jo, mache ich sofort. Dann brauchen wir hier einen soliden Block. Den müssen wir hier mal leer machen hier.
und hier rüber räumen. Gut, das brauchen wir gleich. Redstone brauchen wir auch noch. Na gut, das ist jetzt echt nervig. Entschuldigt, Leute. Aber wenn wir das hinter uns haben, dann haben wir es geschafft. Die gleich hier so weitestgehend leer haben. Dass hier eine Hälfte leer ist. So, dann können wir mal hier wetten, jetzt droppt alles raus. Boah, doch so klar. Das war doch so geschissen klar. No. Was habe ich hier gemacht? Ah, das war meine vorherige Konstruktion, die ich noch nicht weggeräumt habe. So. Dann. Warte mal. Ich glaube, ich muss die doch komplett wegmachen hier. Ah, nein, du kommst da nicht rein. Das ist so. Einfach. Kriegen wir das alles rein hier ins Inf? Ja. Na toll. Egal. So, jetzt haben wir hier. So, dann kommt hier ein Komparator hin. So rum. So, dann kommt der hier so rum hin und der hier so rum. Dann kommt Redstone hier drauf. Oder? Habe ich jetzt verkackt. Mal kurz gucken. Der zeigt zum Block. Der kommt dahin. So. Und der zeigt weg. So. Oder habe ich es jetzt falsch? Okay, jetzt brauchen wir noch Glas. Damit wir das Ganze anknüpfen können. Toll. Jetzt geht mir doch das Glas aus. Egal, jetzt hätte ich auch einen Sand mitnehmen können. Gut. Ja, mir geht's prächtig, Lilo. Ich kann mich nicht beschweren. Ich kann hier für meine Community streamen und das macht mir gerade mega viel Spaß. Okay. Ah, halt. Da kann ich es lange reindampen wollen. So, einmal so. 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 So, und dann kommt gleich aus mehreren Öfen das Material raus. Haben wir alle soweit bestückt, bis auf den hier. Und dann mopsen wir uns hier ein bisschen Kohle raus. Dann schmeißen die hier rein. Und dann haben wir gleich wieder genug Glas. So.
Habe ich irgendwas? Du hattest heute keine Schule. Das ist ja nice. Das freut mich zu hören. Aufgrund der ganzen Dingsbums-Geschichte. Wegen dem Streik. So, dann kommt jetzt hier. Bum, bum, bum. So, aha, da haben sich ein paar Hühner versteckert. So. Dann haben wir jetzt eine Überschusskiste, von der wir aus handhaben können. So. Hier ist leer. Und jetzt gehen wir mal gucken, was in der Überschusskiste alles drin ist. So. Okay, hier ist nichts drin, was wir schon mal irgendwo haben. Also dann. Gehen wir mal rüber und machen mal ganz kurz die Truhen leer. Probieren wir es mal aus. Und die können wir dann auch direkt loswerden hier. Und dann ist es die nächste Baustelle, das hier alles einzusortieren. So, ich mache jetzt auch Sachen rein, die schon im System sind. Die müssten ja dann richtig abgeheftet werden. Nein. Okay, die können wir da wieder rausholen. So. So, einmal random rumgeklickt hier und boom. Ist das cool? So, habe ich gerade irgendwas übersehen? Nein. Hat nur eine halbe Ewigkeit gebraucht, um seinen Status wieder zurückzusetzen. Meine Lumia. Also, falls irgendwelche Follows oder Geschenke untergehen, bitte ich euch, mich zu entschuldigen. Ja, das System wird gerade ist gerade in der Umstellung. So, dann haben wir das hier. Du hast dich hier reingebackt, du Vogel. Jetzt stehst du hier rum, okay. So, jetzt mal ganz schnell schauen. Das jetzt alles da hinten drin ist, dann haben wir es richtig gut. Dann können wir jetzt abbauen davon und es wird einfach alles hier reingeladen. Okay, das landet alles wahrscheinlich hier oben in der Truhe. Und die lädt dann alles einfach hier runter. Es ist halt kacke, dass ich hier oben nicht drankomme. Ja, ist jetzt alles hier in der Chest drin. So. Dann holen wir nochmal schön Slabs. Dann machen wir da oben einfach mit Slabs zu. So. Slash Werkbank. So, und was gibt's denn bei euch heute so zum Mittag? Ich werde mir gleich einfach so eine schöne Portion scharfe Nudeln gönnen. So rum. So. Aber eigentlich kann ich doch hier auch jetzt mehrere Truhen. Eigentlich kann ich doch hier jetzt auch mehrere solche Kolben hinpacken, oder? Eigentlich kann ich das auch hier rüberpacken, um eins rüber und dann die vier Truhen übereinander und jede mit einem Trichter ansteuern. Mit einem Kolben. Und es landet dann automatisch da drin. Oder? Bis die unten voll ist, dann da, dann da, dann da.
Oder habe ich da einen Denkfehler drin? So. So, das wäre dann aber da die richtige. So. Nein, 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 nein. Gerade geschnallt, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Mal kurz gucken. So. So, hier war das Schild da dran, Pieper. Die eckige, Pieper, eckige, falscheckige. Sind hier das same? So, und dann komme ich gleich mal rüber zum Marsch. Und schau mir das mal an. So, holen wir mal ein Glas. Und dann versuchen wir es nochmal. Nein. So, und hier auch nochmal. So, dann müsst ihr nämlich zuerst in die untere komplett reindampen. Da die ja schon voll ist. So, jetzt wo ich zum Marv wollte, macht da auf einmal Kaffee. Warte mal, hier haben wir jetzt die Slabs reingeschmissen. Irgendwo. So. Ich schnell hier hoch, mein Slab drauf. So. So, jetzt gehen wir mal da hoch. Oh, komm, du gehst mir hier auf die Nüsse. Und tschüss. Ja, ist die Viecher an der Leine hat, der war ganz korrekt. Schwupp waren alle weg. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Dass einmal Schwupp macht und alle weg sind. Es gibt nur einfach ein Brot. Ah ja, manchmal HSV, nur der HSV. Es sind die einfachen Sachen auch geil. Ich weiß noch, wo ich meine erste Wohnung hatte.
Da habe ich so oft einfach Brot mit einer Scheibe Salami und einer Scheibe Käse oben drauf gegessen und das einfach nur in die Mikrowelle geschmissen. Und dann hatte ich schon was Warmes. Das war so mein Standardessen. So, jetzt muss ich euch mal ganz kurz was zeigen. Das sieht so goldig aus, wie die da liegt. Gehen wir kurz auf Cam Default. Und dann können wir kurz die Cam ein bisschen drehen. Die Colaflasche weg. Liegt sie da komplett lang gestreckt. Ist hell genug. Können wir den ausmachen? Genau. Da liegt die Kleine komplett. Einmal links. Ne? Und du lebst noch, gell? Ja. So. So, wieder die Cam wieder rüberstellen. Und dann ein bisschen hoch. Noch ein Tick. So. So, haben wir wieder alles eingestellt, wie es soll. Und dann gucken wir mal. Das ist schon geil. Echt? Ja, es wird sich auch gelohnt haben, wenn ich mir eine neue Cam gekauft habe. So. Muss ich noch mal gucken. Hier unten blinkert nichts mehr. Es ist gar nicht mal so leicht, diese vier Kisten dann auch voll zu kriegen, weil das ist ja wirklich Überschuss. Das sind Items, die wir nirgendwo haben. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich die Items auf jeden Fall mindestens einmal rauspuppe, warum ich Erde hier drin gelandet. Habe ich die da reingeschmissen? Eigentlich dürfte hier. Ich habe auch Eisen reingehauen und so weiter. Das dürfte eigentlich alles nicht drin landen. Aber gut. Goldklumpen auch. Ja, es sieht sauber aus. Sieht gut getrennt aus. Was habe ich jetzt in der Pfoten gehabt? Erde. Weil das macht es gleich einiges einfacher. Erde, grobe Erde. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Herr Hanpan. Ich hoffe, bei dir ist alles fit. So, dann machen wir hier. Das Grünzeug können wir eigentlich alles entsorgen. Die Blätter. Würde ich mal behaupten. Holzzeug eigentlich auch. Das kann ich mir alles nachcraften. Das können wir behalten, das auch, das auch. Hasenpfoten. Das kann weg, das kann weg. Wo mal die Blümchen brauchen wir. Wer braucht so viele Blümchen? Oh je, wo ist? Krankenstand. Ah, stimmt, hast du was gesagt gehabt. Dass du schon ziemlich lang krank geschrieben bist. Oh je, auf jeden Fall gute Besserung, Hanpan. Komm, die Blumen, die brauchen wir alle nicht. Und das Kaninchenfell und die Hasenpfote. Die brauchen wir auch nicht. Weil das ganze gecraftete Zeug, was wir zu viel gecraftet haben, das alles aufheben, da geben wir ja ein. Ich würde sagen, dass wir da hingehen und das zu viel gecraftete dann einfach entsorgen. Letztes Holzzeug zumindest, weil das hast du ja ruckzuck wieder zusammengecraftet. Schwarzeichenholzbretter, die haben wir auf jeden Fall, halt, die können wir auf jeden Fall versorgen. Kompassstock kann weg.
Das kann weg, das kann alles. Na, die Setzlinge bleiben. Saplings heben wir mal auf. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. So. Gut, jetzt habe ich die Pfeile doch reingeschmissen, was ich eigentlich nicht wollte. So, jetzt haben wir die Truhe hier oben leer. Dann können wir die hier auch leer machen. Weil eigentlich brauchen wir das Zeug hier oben auch nicht mehr. Außer die Samen, die könnten wir uns irgendwann mal, die könnten wir nochmal ins System hauen. Alles Kaninchen-Ragout kann weg, die Pilzsuppe kann weg. Süßbeeren heben wir mal noch auf, gebratenes Kaninchen kann weg, Leuchtbeeren heben wir auf, Zucker kann weg, die Pilze können, ne, Pilze habe ich im System. Melonenkerne können bleiben, Pilzblock kann weg. Und der geschnitzte Kürbis brauchen wir auch nicht. Und das kann weg und das kann weg. So. Den Rest würde ich mal sagen, ah ne, den hätte ich auch wegtun können. Den Pilzblock. Du sammelst alles. Ja, ich komme gleich mal kurz bei dir vorbei. Hier schon der Trank der Heilung. Ja, da haben wir noch so manches Zeug. Also dann kann ich auf jeden Fall mal hier Truhe weg. Truhe weg. Mein erstes, meine ersten Anfänge hier mit dem Lager. So. Das kann alles hier rein. So. Gut. Das kann ich dann hier hinten auch irgendwann mal anknipsen noch. Also irgendwann mal. Da muss ich nochmal so ein System dahinter packen. So. So, jetzt kann man die Sachen einfach überall reinschmeißen und die landen dann einfach da hinten. In der Ersatztruhe. Nice. So, schön die Ender Chest öffnen. Das Netherite wegräumen. Und dann schauen wir mal bei City Build vorbei. So, TPA an den Herrn Marv. TUA, genau. TPA. Da, Marv, da haben wir ihn. Dann gucke ich mir mal dein Lager an. So, jetzt sehe ich nur deinen Kopf. Ich gucke mal nach unten. OMG. Es ist alles ohne Verzauberung. Hier ist es. Und dann um. Okay, hier sind die Blöcke dann direkt drunter. Okay, die habe ich einsortiert. Die nicht, die nicht, die nicht, die nicht, die nicht. Jesus Gott. Und dann die Slabs. Hast du jedes einzelne Item gemacht? Hallihallo. Höchst wahnsinnig, Warf. Oak Planks, Spruce Planks. Kann man da irgendwie reinschauen? Nee, gar nicht. Und wie sortierst du das ein? Sherry fehlt noch. Soll ich dir einen mitbringen? Ich habe einen. Nee, warte mal, das war am anderen. Hier schmeißt du alles rein. Darf ich mal gucken gehen? Mäuschen spielen, wie du das Lager aufgebaut hast? Ah, so kann man das auch machen. Und dann? Ah, da ist nur die... Oh.
Das ist auch eine gute Idee. Man sieht immer nur die eine Hälfte von der Truhe. Cool. Es ist eine fette Lösung. Was? Wir haben es 13:11 Uhr. Leute, ich muss offline gehen. Meine Fresse, warum sagt denn keiner was? Ich muss noch was essen. Upsa. Aber mega, Marv. Die muss ich mir mal in Ruhe angucken demnächst. Aber ich muss jetzt offline gehen. Ich sollte noch was essen, bevor ich zur Arbeit gehe. Das wird schon knapp. Ich komme schon wahrscheinlich fast zu spät. Ich kann da zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr anfangen, Gott sei Dank. Also, Leute, vielen, vielen lieben Dank. Ich kann mir hier ein Home setzen. Oh, nice. Slash set home. Ich muss zusammenschreiben. Marv Lager. Vielen, vielen Dank. So, dann PH. Gehen wir nach Hause. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Dankeschön für eure Geschenke bei TikTok. Vielen lieben Dank für die Follows, die ihr da gelassen habt bei Twitch. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Arbeitstag oder wie auch immer, was ihr heute noch so macht. Und wir sehen uns morgen früh wieder von um 8 Uhr circa bis wieder 12 Uhr, da meine Tochter morgen zeitig nach Hause kommt und Mittagessen möchte. Also, macht's gut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und tschüss.